So, meine Lieben, da bin ich wieder. Es ist jetzt schon ziemlich spät geworden, weil ich habe jetzt, wie man hier sieht, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt jede Menge Holz gesammelt. Das sind jetzt also nicht immer nur ein Rundholz, sondern immer so Stapel mit 8, 9, 7 Rundholz, je nachdem, wie viel ich tragen konnte. Jetzt mal gucken wir mal auf die Karte. Es ist jetzt 23.48 Uhr, das heißt, der Sommer ist in 10 Minuten vorbei. Was ich noch gemacht habe, weil man ja nur im Sommer die Beeren sammeln kann, die hatte ich völlig vergessen. Ich habe jetzt nochmal ganz hektisch rund um mein kleines Dorf oder um mein Zuhause die Beeren abgesammelt und mir die ins Lebensmittellager gelegt. Weil ich mal gucken wollte, ich muss ja wahrscheinlich irgendwann Dünger haben. Also die Beeren werde ich entweder verkaufen oder ich werde mir die nehmen, um selber Dünger herzustellen. Deswegen wollte ich jetzt mal einen Test machen. Huch, komm nicht ins Lebensmittellager rein. So. Wie ihr seht, war ich fleißig. 1061 Beeren. Von den Beeren, die können wir verkaufen. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Oder ich wollte mal gucken, wie das mit dem Verrotten ist, mit den Beeren. Und hab mir gedacht, ich nehme jetzt mal irgendwie mal, was weiß ich, so ein paar Testbeeren mit. So viel will ich eigentlich gar nicht. Nur jetzt mal zum Ausprobieren. So, ich nehme jetzt mal 13. 13 ist eine gute Zahl. 13 Beeren nehme ich jetzt mal. Und von den Beeren habe ich mir gedacht, jetzt lege ich mal ein, zwei Beeren in meine Kiste. Ein paar behalte ich in der Tasche. Und ein paar lege ich in meinem Haus einfach auf den Boden. Und dann gucken wir mal im Herbst, jetzt nach dem Jahreswechsel, was mit diesen Beeren passiert ist. Das wollte ich nämlich mal ausprobieren. Jetzt hoffe ich, dass ich das noch schaffe, weil in 10 Minuten ist ja die Jahreszeit vorbei, ne? Jetzt muss ich mir ein bisschen sputen. So, dann legen wir jetzt hier. Da ist an Lebensmittel gar nichts drin. Jetzt legen wir da mal. Was weiß ich? 4 da rein. Oder ich könnte ja auch 10 in der Tasche behalten, weil ich meine, aus 10 Einheiten kann man, glaube ich, einen Dünger machen. So, behalte ich 10 in der Tasche. Und eine Beere lege ich jetzt hier einfach auf den Boden. Das heißt, es sind 2 in der Kiste. 11 habe ich in der Tasche. Und dann lege ich eine Beere mit X hier hin. Jetzt machen wir die Fackel an. Huch, das war jetzt aber haarscharf, weil jetzt werden wir automatisch in den... Das war jetzt irgendwie eine Sekunde vor. So, die ich abgelegt habe, sehe ich schon. Also jetzt ist Herbst. Man wird ja dann automatisch sozusagen umgeswitcht in die nächste Jahreszeit. Und da ich nicht geschlafen habe und es jetzt ein paar Sekunden vor 12 war, war das ein bisschen knapp. Aber wir haben es ja gerade noch geschafft. Also die Beere, die ich hier hingelegt habe, die ist weg. Guck noch heute alt. Nee, die ist weg. Das hatten sie auch irgendwie in den letzten Updates mal geschrieben, dass die Sachen, die jetzt außerhalb von Kisten sind, die verschwinden nach dem Jahreszeitenwechsel. So, in der Truhe. Die hat jetzt 75%. Die ich in der Tasche behalten habe, die haben 50%. Jetzt ist ja die Sache, ich will ja auch Dünger haben. Dann müsste man eigentlich immer die Beeren oder was immer man zum Dünger machen will oder vergammeln lassen will, in der Tasche behalten, damit das vergammelt. Aber ich glaube, das ist ein sehr mühseliger Prozess. Weil es ist, glaube ich, so, dass die nach einem Jahreswechsel dann irgendwann vergammelt sind. Und also jetzt sind sie 50%. Das heißt, im Winter, wenn ich sie in der Tasche hätte, wären sie dann auf 0% wahrscheinlich, also vergammelt. Und dann im Frühling wären sie verrottet. Das heißt, man müsste sich im Sommer die Sachen in die Tasche legen. Muss man dann ja natürlich auch immer dran denken am letzten Tag, ne? Dann sitzt sie im Herbst auf 50%, im Winter auf 0% als verrottet. Und im Frühling sind sie dann so weit, dass man da Dünger draus machen kann. Ich weiß nicht, ob ich dazu Lust habe. Jedes Mal am Sommerende dran denken, Beeren in die Tasche nehmen, schlafen, aufwachen, Beeren wieder wegpacken. Dann im Herbst wieder Beeren in die Tasche nehmen, aufwachen, wieder in der Kiste. Ach, ich glaube, das ist mir zu kompliziert. Na, gucken. So. Also da in der Kiste waren sie auf 75% und hier im Lebensmittellager
sind sie auf 87%. Gut. Das heißt, da verlieren sie 13% scheinbar pro Jahreswechsel. Das heißt, dann reichen die bis zum nächsten Sommer, wenn man sie im Lebensmittellager lässt. Das ist alles irgendwie viel zu kompliziert. Ich glaube, ich habe da gar keine Lust, so drüber nachzudenken. Das ist mir alles viel zu schwierig. So. Egal. Unser Kohl ist reif. Super. Wir haben Baumaterialien. Und endlich, oh, die Vögel zwitschern, es regnet nicht. Ist das nicht herrlich? Super. Bin begeistert. So wollen wir das haben. Jetzt hoffe ich mal, dass auch mal wieder ein paar Häschen vorbeikommen und uns irgendwie hier bespaßen. Hier da sind nämlich ganz viele Beerenbüsche. Da muss ich drauf achten, wenn ich jetzt Häuser baue, dass ich die nicht zubaue. Weil die möchte ich gerne behalten. Das ist natürlich total praktisch, wenn man die Beeren so direkt vor der Nase hat, ne? Was ich noch gemacht habe, ich habe mir hier unten dieses Rad genommen. Da können wir jetzt gleich mal hingehen. Das müsste ja jetzt wieder alles da sein, unser magischer Wagen, der sich immer wieder neu füllt. Ich habe so überlegt, vielleicht ist das wirklich so der Platz, wo mein Onkel gestorben ist, ne? Dass der da so irgendwie verunglückt ist. Oh, warte mal, jetzt ist Herbst. Oh, da liegt jetzt gar nichts. Nüchen. Also es ist doch nicht so, dass es in jeder Jahreszeit wieder neu erscheint. Eigentlich finde ich das ja auch ganz gut, ne? Weil es ist ja sehr unrealistisch. Da bin ich jetzt aber sehr froh, dass ich das Wagenrad noch schnell letzten Sommer mitgenommen habe. Das ist ein Ding. Vielleicht taucht das auch jede zweite Jahreszeit wieder auf, weil. Warte mal, wir haben doch jetzt erst die dritte Jahreszeit und zweimal haben wir es schon genommen. Ach, egal. Na gut. Oder es ist so, wenn man es wegnimmt, dass es dann nicht immer gleich wieder auftaucht. Ach, egal. Wir kümmern uns jetzt mal um unser Dörfchen. Der Plan für heute ist Kohl ernten, alles wegpacken, Ressourcenlager bauen und dann überlege ich, ob ich noch eine Werkstatt baue und den einen oder anderen Baumstumpf wegmache. Wobei ich mir überlegt habe, dass jetzt hier der Baumstumpf, also der Baum hier neben, eigentlich gar nicht so unpraktisch ist, weil ich könnte ja hier immer so Baumaterialien stapeln, bis das irgendwie. Obwohl, naja, so einen Riesenberg will ich da jetzt auch nicht haben. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken, wenn dieser Baum wieder erscheint, ob der ins Haus wächst oder nicht. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ich möchte mein Dach tauschen. Ich möchte da ein Holzdach haben, weil das sieht erstmal nicht schön aus und außerdem verrottet ja Schilf auch ziemlich schnell. Jetzt gucke ich mal rein, was wir jetzt überhaupt noch so machen können. Ach ja, durch die Sammelei, durch die Bäumefällerei habe ich jetzt hier wieder Pünktchen gekriegt. Jo, was können wir denn machen? Wir können machen 5% langsamer Haltbarkeitsverlust der Axt. Ist natürlich auch ganz schön, ne? Das war jetzt hier die schnellere Baumfällen. Nee, ich glaube, ich mache das. Ich mache das. Dann geht das ein bisschen fixer mit den Baumfällen. Das mache ich so. Dann haben wir hier noch Diplomatie. Haben wir doch gar nichts gemacht. Diplomatiekenntnisse. Das ist alles irgendwie noch in Arbeit. Aber interessant ist natürlich das, ne? Wenn man hier macht 5% niedrige Einkaufspreise. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ist das das hier? 20% Erhöhung des Rufs der Dynastie durch Herausforderung. Also es ist noch in Arbeit. Das heißt, es funktioniert leider noch gar nicht. Oh, schade. Das ist ja sehr schade. Na gut, dann machen wir das erstmal. So, und als nächsten Punkt nehmen wir dann diese niedrigeren Einkaufspreise. Was haben wir hier noch? Überlebenssinn. Also, da hatten wir diese langsameren Nahrungsverlust, finde ich immer noch interessant. Ausdauer brauchten wir nicht. 10% weniger Schaden nehmen ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Da ich ja so ein schlechter Kämpfer bin, ich nehme das mal. Das ist schon ganz gut, wenn wir nicht gleich sterben. So, dann sind die Punkte alle weg. Wir können bauen. Ein Ressourcenlager können wir bauen. Dann Jagdhütte können wir noch nicht bauen. Wir können eine Scheune bauen. Das werde ich auch jetzt bald machen. Und wir können eine Werkstatt bauen. Eigentlich möchte ich das alles haben, weil ich möchte eine Schaufel haben. Dafür brauche ich die Werkstatt. Und in der Werkstatt, was kann ich dann denn noch so machen? Da kann man dann, glaube ich, auch irgendwie die Bogen bauen. Bogen bauen. Eine Jagdhütte, ne?
Naja, gut, wir können den Bogen ja auch kaufen. Ich meine, jetzt habe ich gerade 1000 Beeren gesammelt, dafür kriege ich 1000 Taler und dafür kriege ich schon wieder zwei Bögen. Also was soll's. Wenn man auch die von Samborg kaufen. Was wir als allererstes bauen, ist das Ressourcenlager, weil wenn wir jetzt doch irgendwie Leute in unser Dorf holen, brauche ich ein Ressourcenlager, wo Brennholz drin ist, damit die dann ihren Ofen anzünden können. Und das machen wir jetzt auch mal. Also ich habe jetzt hier ein paar Rundhölzer. Ein paar Stöckchen habe ich mir hingelegt. Ich nehme jetzt mal so einen Stapel Rundholz. Ich habe hier noch einen Hammer in der Hand. Jetzt habe ich keinen Hammer. Ich stehe noch in einer Kiste. Ja, stimmt, ich hatte alles weggepackt, damit ich jetzt viel tragen kann. So, dann nehmen wir unseren Hammer mit. Alles andere brauchen wir nicht. Nö. Stroh brauchen wir wahrscheinlich gleich fürs Dach. Das können wir auch schon mal mitnehmen. Da werde ich noch was holen müssen. Die Stöcke können wir mitnehmen. Dann kann ich mich wahrscheinlich schon wieder fast nicht mehr bewegen. Aber wir müssen ja nicht weit. Das war jetzt doch ein bisschen viel. Jetzt gucken wir mal, wie groß dieses Spiel Ressourcenlager ist. Da ist es. 10 Rundholz brauche ich dafür. Moment, da muss ich mal wieder was ablegen. Da muss ich mal wieder was ablegen. Das klappt so nicht. Dann machen wir das so. Dann halt muss mein Inventar. Da legen wir erstmal die Stöcke wieder ab. Eine Ablegetaste. So, das Stroh legen wir wieder ab. Und nehmen noch zwei Rundholz mit. Das sind immer so Packs. Gut, dann nehmen wir das mit. Und legen wieder 7 Rundholz ab. Dann haben wir genau die 10, 7. Zack. So, können wir uns noch bewegen? Jo. Geht sogar noch einigermaßen. Speicher. Speicher. Lebensmittellager. Ressourcenlager. Oh, das ist ziemlich groß. Das würde ich jetzt von der Logik her am liebsten so neben dieses Lebensmittellager bauen, was aber wahrscheinlich nicht geht, weil da Bäume stehen. Und die Bäume kann ich nicht fällen. Kann ich zwar fällen, aber nicht wegmachen, weil ich keine Schaufel habe. Oder ich stelle das da ganz oben hin, so mittig. Dass man, da sind die Beeren. Die Beeren wollte ich nicht. Das wäre jetzt so. Ist aber auch blöd, dass man das so schlecht sehen kann, ne? Also da wäre es jetzt ungefähr. Wenn ich jetzt mal. Das kann man jetzt natürlich total schlecht beurteilen, wo ich überhaupt bin. Sonst mache ich das mal weg. Das wäre jetzt genau hier vor den Beeren. Nee, das ist blöd. Das will ein bisschen. Das Ressourcenlager möchte ich jetzt so in der Mitte machen. Da so hin. Da so vor die Bäume. Vielleicht ein bisschen so. Es könnte sein, dass es da zu schräg ist. Gucken wir nochmal. Speicher. Also dieses Bauplatz finden ist echt, finde ich, sehr. Was? Geht's doch. Ich meine, so wächst, da sieht man ja links schon wieder, wächst ein Baum rein. Macht ja aber nichts, ne? Ein Stück zurückgehe. Ich mache jetzt mal was, was ich eigentlich total blöd finde. Ich mache jetzt mal Quick Save. Und wenn mir der Platz nicht gefällt, weil man das jetzt echt wirklich total doof sehen kann, dann lade ich halt nochmal neu. Ich möchte das schon ziemlich zentral haben. Ich mache das jetzt so. So. Jetzt gehen wir mal zurück. Ach, das ist doch gut. Ich glaube, so groß, wie ich gedacht hätte, ist der Kreis gar nicht, ne? Und dass man reicht mit dem Kreis hier so. Irgendwie erschien mir das viel größer, als es jetzt tatsächlich doch ist. Aber das Ressourcenlager so mittig, so zentral, finde ich gar nicht schlecht. Ich glaube, ich lasse das da. So, jetzt nehmen wir mal hier haben wir unser Stroh wieder mit. Nehmen wir mal ein paar Stöcke mit. Und 7 Rundholz. Kommen wir da noch hin? Oh, geht noch. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Ist mein Hammer? Ist mein Hammer? Hammer.
If I heard a hammer, hammer in the morning. So. Ich glaube, da braucht man eine ganze Menge. Krempel, Stroh werden wir gleich noch holen müssen. Das wird bestimmt nicht reichen. 8 Stroh, das sind 1, 2, 3, 6 mal 8 sind 48, ne? Naja, gut, wir fangen jetzt mal an. Gucken, wie weit wir kommen. Aber wir haben ja Stroh vor der Nase. Na, wieso treffe ich das jetzt nicht? Hallo? Ich habe mir jetzt eigentlich gedacht, ich möchte jetzt hier, also ich darf nicht vergessen, den Kohl zu ernten. Ich möchte jetzt eigentlich mal diesen Herbst damit verbringen, das hier ein bisschen nett zu machen, ein bisschen Sachen zu bauen. Und ich hoffe, dass durch diese Bauerei, dass ich da jetzt auch irgendwann dann diesen Holzschuppen machen kann. Kräftig, neues Level. Kräftig, neues Level. Was heißt das? Gucken wir gleich mal. Ich verbaue jetzt erstmal alles, was ich hier so habe. Und dann gehen wir gleich runter Schilf holen. Dann gucke ich mal, was das Crafting bedeutet. Das geht aber doch relativ fix, ne? Hatte ich jetzt irgendwie anstrengender in Erinnerung. So, jetzt verbaue ich erstmal alles an. Kommt da echt schon doof ran, ne? Ne, ich meine, eigentlich ist das schon erstaunlich, ne? Dass der hier sowieso so bauen kann ohne Leiter. Wo ist doch hin mit dem Stroh? 3 Stroh fehlen uns. Das ist ja ein Ding. Naja, knapp getroffen ist auch vorbei, ne? Ich bin so froh, dass ich dieses Ausdauer ausgestellt habe. Ich glaube, ich erwähnte es schon. Ich werde auch versuchen, das jetzt nicht so oft zu sagen. Weil das ist so angenehm, dass man hier ohne großes Gekeuche bauen kann. Mein super Rasimir. So, dann haben wir erstmal alles verbaut. Gehen wir jetzt hier mal runter. Holen uns ein bisschen Stroh. Fürs Dächle. Wir könnten ja sowieso gleich mal ein bisschen mehr Stroh mitnehmen. Weil ich will ja noch ein paar mehr Sachen bauen. Und die ersten Gebäude haben ja eh alle ein Strohdach. Nehmen wir mal ein bisschen Stroh mit. Oh, ich bin so froh, dass es nicht regnet. Ich habe übrigens jetzt mal in der Soundkarte, unter Soundeinstellung die Umgebung aus niedriger gestellt. Das mal ausprobiert, als es noch so windig war. Also dann ist der Wind eine ganze Ecke leiser. So ganz sollte er natürlich nicht weg, aber es hörte sich schon immer so ein bisschen nach Mikrofonrauschen an. Weiß jetzt gar nicht. Ich darf nicht vergessen, den Kohl zu ernten. Nicht, dass wir uns jetzt hier verdaddeln. Den ganzen Herbst bauen. Und zack, ist der Kohl vergammelt. Das wäre schon ein bisschen ärgerlich. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das... Mit dem Dünger ist echt blöd, weil entweder muss ich jetzt immer rüberlaufen, Dünger holen für jedes Feld. Und man kann ja auch nicht viel Dünger tragen. Das heißt, es ist eine elendige Rennerei. Oder ich hole mir doch die Leute ins Dorf. Weil die Farmer, noch ist das ja so, die düngen ja irgendwie ohne Dünger. Es ist eigentlich total unrealistisch. Da bin ich echt am Überlegen, ob ich nicht jetzt einfach diese 2 Leutchen da, dass ich nicht so ganz alleine hier bin, immer mehr im Wald. Ja, einfach diese beiden Leute, ob ich die schon hole oder nicht. Bitte mal ein paar Stöcke mitnehmen, ne? Brauche ich ja noch ein paar. Da hadere ich noch mit mir. Oder ob mir das so anstrengend ist, wenn die da schon wieder rumlaufen und ich die beschäftigen muss. Andererseits, wenn ich jetzt jemanden hätte, wenn ich jetzt einen Holzschuppen habe und der könnte für mich jetzt irgendwie Holz hacken, dann brauche ich das nicht machen, ne? Ich meine, da waren ja in diesem rechten B, waren ja 2 Leute, die schon bereit waren, zu uns zu ziehen. Da müsste ich ja erst nochmal ein Haus bauen. Eigentlich wollte ich jetzt für die Leute, die da ins Dorf reinkommen, dann gleichen Dings bauen. Also, huch. Oh. Gleich ein Steinhaus bauen. Weil wenn die da erstmal drin wohnen und man reißt dann eine Wand ein, das finde ich immer nicht so gut. Wollen wir den auch gleich mitnehmen? Brauchen wir den überhaupt? Schauen wir mal. Also wäre das schlau, das Haus für die Bewohner, Dorfbewohner gleich aus Stein zu bauen, aber huch. Oh, Näherei freigeschaltet.
Kann ich mir bald Stroh nähen. Klasse. Yippie-yay. Also, wo war ich stehen geblieben? Ja. Das heißt, also, wenn ich Leute reinhole, das möchte ich eigentlich gleich aus Stein bauen. Das Haus. Dann brauche ich das später nicht umbauen mehr, weil, wie gesagt, wenn die da drin wohnen und man geht hin und sagt, man möchte jetzt das umbauen und aus dem Steinhaus jetzt, aus dem Flechthaus ein Steinhaus bauen, dann muss man dazu eine Wand anreißen. Und wenn die da schon drin wohnen und man reißt eine Wand ein, finden die das gar nicht lustig. Ich meine, ich fände das auch nicht lustig, wenn da jetzt einer kommt, der Bürgermeister vorbeikommt und sagt, ich reiß mal kurz eine Wand bei dir ein, ne? Kann man ja auch irgendwie verstehen, dass sie das scheiße finden. Da fehlt noch ein Rundholz. Hier fehlen noch ein paar Stöcke. Tja, deswegen. Immer diese Entscheidung. Das ist auch wirklich ein Kreuz. Na, jetzt brauchen wir erstmal das Ressourcenlager fertig, dass wir da jetzt erstmal überhaupt Leute in unser Dorf holen können, weil ohne Ressourcenlager brauchen wir da gar nicht mit anfangen. Dann hauen die gleich wieder ab. Das gefällt mir gut so. Das ist ein richtiger Dorfplatz, ne? Aber ich weiß gar nicht, wie viele Häuser wir hier außen rum kriegen, weil es ist schon ganz schön eng. Also auf gar keinen Fall will ich die Bären dazu bauen, aber man könnte natürlich auch so bauen, dass da ein Haus ist und die haben so Beeren im Garten. Sieht bestimmt auch schön aus. Auch eine Idee. Gucke ich mir gleich mal an. So, wenn man so im Vorgarten ein paar Beerenbüsche hat. Klack, klack. Ah, zwei noch. Zwei brauchen wir noch. Und wir nehmen jetzt vielleicht ein paar mehr mit. Weil, können wir die ja gleich da reinpacken. Oh, habe ich ja doch ganz gut hier. Zack, die nehmen wir auch gleich mit. Wenn wir jetzt hier an der Seite, ich will auch gar nicht so viele Bäume fällen, weil ich finde, so rundherum die Bäume sollten ruhig bleiben. Was ich ein bisschen ärgerlich finde, ist, dass sie so ins Haus wachsen. Ich hoffe, dass sie das nochmal ändern. Also, dass jetzt der Ast da zwar bleibt, aber sich dann so irgendwie ans Haus schmiegt oder so. Hm? Ach, da fehlt noch was. Na. Tüng. Tada. Fertig. Unser Ressourcenlager. Jetzt haben wir hier eine Truhe. Und können das da schon mal reinpacken. Die Stöcke reinpacken. Das Stroh reinpacken. Klasse. Hehe. Ich habe ein Ressourcenlager. Yippie-yay. So. Also, als allererste ernten wir mal den Kohl, bevor ich das doch noch vergesse vor lauter Quasselei und Nachdenkerei. Ah, Schreck. Was war das jetzt? Habe ich gar nicht geguckt, weil ich so erschrocken war. Hm. Also, wir haben ja genug zu essen für Leute, ne? Ist das jetzt zu früh, wenn ich jetzt schon Leute reinhole? Oder hole ich die, will ich schon wieder zu viel am Anfang? Ich hole die lieber erst im Winter rein. Im Winter würde ich auch viel besser Steine finden können und ein Steinhaus bauen können. Allerdings könnte ich natürlich auch jetzt schon mal einfach so planen, so eine Art Blueprint machen. Also das Haus da so hinsetzen, wo ich es hinhaben will, es aber noch gar nicht bauen. Ja, natürlich auch eine Möglichkeit, ne? So, boah, 116. 116 Kohl. Na, das dürfte uns jetzt mal ein bisschen über den Winter helfen, ne? So, jetzt behalte ich mal ein paar in der Tasche zum Essen. Ja, also verhungern werden wir wohl nicht, ne? Gut, wieso habe ich denn Johanniskraut in der Tasche? Auch habe ich wahrscheinlich wieder nebenbei gesammelt. Jetzt haben wir 38 Kohlsamen. Das heißt, für das nächste Feld müssen wir uns keine Gedanken machen, nächstes Frühjahr. Die Kohlsamen, wo packe ich die hin? Hier ins Lebensmittellager? Nee, ist ja Quatsch. Eigentlich gehören die in der Scheune, die wir ja noch nicht haben. Hm. Habe ich alles abgeerntet? Ja, ne? Ah, schön. Also, wie machen wir das jetzt? Ich glaube, wie viele Gebäude kann ich denn bauen? Ich kann, glaube, 8, ne? Ich kann 8 Gebäude bauen. So. Also 5 kann ich noch bauen. Hm. Das Wichtigste haben wir. Ein Gebäude brauche ich ja, wenn ich wirklich Leute holen will. Dann brauche ich 1 für Scheune. Dann sind wir bei 5. Dann haben wir noch 3. Was ist jetzt am wichtigsten?
Den Trollschuppen will ich haben, dann sind wir, haben wir noch zwei. Jagd brauche ich, dann habe ich noch eins. Dann kann ich Werkstatt oder Näherei bauen. Tja, was tun? Also was ich auf jeden Fall machen möchte, ich möchte im Frühling, möchte ich Flachs anbauen, weil zum einen kann man da viel Geld mit verdienen, zum anderen braucht man Flachs für ganz viele Sachen. Wenn ich Flachs anbaue, das mir eine Sense kaufen und das alles selber sensen, wird furchtbar teuer, furchtbar aufwendig und ich müsste irre viel Dünger haben. Deswegen will ich im Winter mir Leute holen, die das für mich machen. Ja, so machen wir das. Und zwar habe ich mir überlegt, da das hier ja doch gar nicht so viel Platz ist, ob ich hier hinter dem Haus, hier wo ich jetzt schon immer so rumgefällt habe, hier so, hier Felder anlege, dass man hier so durchgeht, da so durchgeht und hier dann die Scheune ist. Also hier die Scheune ist, also hier so zum Beispiel. Hinter der Scheune sind die Felder. Dann gehen hier die Feldarbeiter hier so durch, zwischen dem Lebensmittellager und ihrem Zuhause. Ja, das hört sich gut an, wenn ich dann hier so durchgehen, weil hier ist es ziemlich eben. Hier kann ich ein paar Felder anlegen, hinter der Scheune. Oh ja, das Kraut, zack, 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 wo wir schon mal hier sind. Sollte ich schon mal anfangen, Steine mitzunehmen, wenn ich welche sehe. Hier lasse ich einen Gang. Jetzt gucke ich mir das mal von dieser Seite nochmal an. So, hier lasse ich so einen Durchgang. Da kommt ein Haus hin, wo die dann wohnen sollen. Das heißt, der Baum muss weg. Das heißt, ich muss jetzt sowieso die Werkstatt bauen, damit ich diesen Baumstumpf wegnehmen kann, damit ich hier bei den Bärenhaus hinsetzen kann, hier so zwischen den Bären. Das finde ich total schön. Da möchte ich das hinhaben, das Haus. Oder geht das jetzt schon? Habe ich noch Rundholz? Ich guck mal eben. Das Haus brauche ich, glaube ich, sechs, ne? Wir probieren das einfach mal aus. Wir müssen das Haus ja nicht fertig bauen. Wir können ja schon mal so ein angezeichnetes Haus machen. Mal gucken, ob das da passt. Also ich möchte so hier zwischen den Bären möchte ich ein Haus haben. Weil das hier so zwischen den Bäumen wäre, wäre ja natürlich auch schön, ne? So, da so. Oh, geht sogar. Ich könnte auch mal ein Haus drehen. So, dass die Tür so vorne ist. Finde ich fast noch schöner. Da wachsen zwar die Bäume rein, aber irgendwie so schlimm ist es ja auch nicht, wenn ich das so. Zwischen den Beeren. Das passt super. So ein bisschen versteckt so in den. Aber da geht es jetzt nicht mehr. So, das sind auch keine Beeren, die ich jetzt kaputt gemacht habe, ne? Nee. So, oh. Das finde ich schön. Und dann machen wir die Tür hier vorne hin. Und dann haben die Beeren im Garten. Oh, das finde ich total. So, lassen wir das. Zack. Wo ich mir jetzt alles überlege. Jetzt mache ich dann hier. Das mache ich jetzt mal gleich. Hier machen wir ein Fenster hin. Da will ich ja nachher Stein haben. So. Und hier machen wir die Tür nach vorne. Ey, das sieht doch. Das finde ich total klasse. Und dann haben sie hier noch ein Fenster hin, dass sie die Beeren sehen können, ob die reif sind. Da ist ja ein Fenster. Obwohl hier vorne ist, glaube ich. Warte mal. Mal reinkommen, ist das jetzt die richtige Seite? Da war die Tür, ja, da ist die Feuerstelle. Dann sollte man da das Fenster lassen, dann sieht man das Feuer von Weitem. Eigentlich möchte ich hier vorne auch ein Fenster haben. Kommt auch ein Fenster hin. So. Obwohl, man muss auch nicht, ich mache das gar nicht komplett aus Stein, ich mache das so halb-halb. Hier oben machen wir eine Holzwand hin. Das ist oben Holz, unten ist Stein. So, dann kann man hier sehen, ob was sie da so machen. Hier zur Seite machen wir, es ist ein bisschen windgeschützt, da machen wir Wände hin. Kommt eine Wand hin. Und hier kommt auch eine Wand hin. So, dass da mal
Hier nach hinten raus, hier sind auch Beeren. Oh, das ist echt, das gefällt mir richtig gut. Da oben machen wir auch eine Holzwand hin. Machen wir hier noch ein Fenster hin. Da ist die Tür. Da wird dann die Truhe sein. Hier die Feuerstelle. Hier bei der Feuerstelle. Oh, komm, hier bei der Feuerstelle machen wir noch ein Fenster hin. Was soll's. Und hier machen wir eine Steinwand hin. Jetzt muss ich mal reingehen, ob ich alles habe. Machen wir mal rein. Da würde ich ja am liebsten, glaube ich, selber einziehen, ne? Das überlege ich mir auch gerade, ob ich hier nicht einziehe. Was habe ich jetzt? Steinwandfenster, Steinwand mit Tür. Steinwand mit Fenster, Flechtwand. Da wollen wir auch ein Steinwand mit Fenster. Soll er rausgucken können? Steinwand, Fenster, Steinwand. Steinwand, muss ja auch nicht so ein Durchzug sein, ne? So, und oben machen wir ein schönes Holzdach. Da sind zwar Bäume drin, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Ey, das finde ich hier so klasse. Direkt ein Baum vor der Tür. Und hier sind Beeren um die Ecke. Ey, wisst ihr was? Ich glaube, ich ziehe da ein. Da ziehe ich dann selber ein. Da möchte ich, glaube ich, wohnen. Jetzt gucke ich mal, wie die Beete gehen, weil die gehen ja immer nur in eine Richtung. Hätte ich mal vorher noch achten sollen. Da könnte ich mir jetzt so ein Kohlbeet vor die Tür legen noch. Kleinisch. Einfach nur so als Deko. Auch eine Idee. Hätte ich mal vorher noch machen, dran denken sollen, ne? Wenn ich jetzt vorher das Feld, dann hätte ich das Haus so gedreht, dass das genau ans Feld... Ach Quatsch. Ach, egal. Oder wenn ich jetzt hier neben noch so ein kleines Feld mache, so einen kleinen Garten. Mama, was ist das? Mal an, ich würde jetzt hier so Haus lang. Geht nicht. Geht das nicht? Und Hindernisse. Was ist da für ein Hindernis? Das ist doch kein Hindernis. Hä? Zu dicht am Haus oder was? Oder zu dicht am Baum? Ach, egal, ist auch so schon sehr schön. So. Gut, das Haus mache ich für mich. Dann machen wir jetzt doch was ganz anderes. Und zwar machen wir das jetzt so. Ich werde jetzt mal Steine sammeln gehen. Boah, Steine sind echt schwer zu finden. Wie viel braucht man denn überhaupt? Ich fange jetzt hier einfach. Ich teste das jetzt einfach mal. Ich mache jetzt hier mal. Leuchtbad kaputt. Zack. Bauen. Ein Fenster. Flechtwand mit Fenster. Oder mache ich ein Steinwandfenster? So, da brauchen wir 6 Steine, 2 Rundholz. Holzschuppen freigeschaltet. Na, das passt doch, weil wir brauchen ja Bretter fürs Dach. Die gehen nur im Holzschuppen. Wie viel habe ich denn hier eigentlich noch liegen? Ich höre schon wieder Schritte. 2, 8, 10... Ah, können wir noch? Ja. Ich glaube, warte mal. Vielleicht mal eine Tür, da brauche ich auch wohl noch ein paar Steine. Es wird schon wieder dunkel und ich bin schon wieder vor zum Verhungern und Verdursten. An so ein Tag, der geht aber auch echt schnell rum. Schon der erste Tag vom Herbst rum. Und wir haben ja nicht wirklich was geschafft. Obwohl doch schon. Ein Haus geplant. Im Winter können wir besser Steine sammeln. Das heißt, jetzt könnten wir uns erstmal aufs Holzdach konzentrieren. Einen Holzschuppen bauen. Den brauche ich nämlich, damit ich Bretter sägen kann. Dann baue ich einen Holzschuppen. Das machen wir aber morgen. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Mir ist es so duster. So, gehen wir erstmal schlafen. Erstmal schlafen gehen. Tada. So, sind hier eigentlich noch irgendwas zum Bauen drin? Da sind noch 3 Steine drin. Die kann man mal mitnehmen. Hä? 3 Steine. Habe ich hier irgendwas eigentlich in... Wieso habe ich den Speer da hier drin?
Irgendwas drin, was ich weglegen kann, damit ich nicht mehr, damit ich nicht mehr tragen kann. Ne, die Kohle brauchen wir zum Essen. Die können wir da mal rüberlegen. Dass wir eine Scheune haben. Das kann weg. Wiegt zwar nichts, aber so viel brauchen wir hier auch nicht. So, vielleicht. Reicht. So. Jetzt überlege ich, mache ich jetzt Pause oder. Nö, ich weiß gar nicht, wie lange ich überhaupt schon aufnehme. Irgendwann schaffe ich das auch mal, meinen Wecker aufzustellen. Nein. Wir machen das so. Wir machen diese Folge jetzt erstmal Schluss. Oder ich guck mal, wie lange es schon geht. Ich habe das Gefühl, ich habe überhaupt nichts gemacht. Wohl doch. Wir haben ein Ressourcenlager gebaut. Wir haben das Haus geplant. Wir haben hier eine Steinwand gesetzt. Ja. Ich mache jetzt hier erstmal Schluss und mache mir Gedanken, wie es weitergeht, was wir als nächstes machen. So, dann machen wir jetzt hier mal schön für den Schlussscreen hier wieder mit H. Gut. Nee, wir machen hier erstmal Schluss. Morgen geht es weiter und ich mache mir jetzt mal ernsthaft Gedanken, wie die Planung ist, wann ich die Leute reinhole und wie wir weiterbauen und überhaupt. Okay, dann erstmal tschüss. Bis morgen.